Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Ja, und im letzten Part war einiges los. Wir haben mit Volker eine tolle Dividende bekommen, weil er sein Medienkonzern erweitert hat und neue Verlagsdinger dazugekauft hat. Dafür gab es eine Dividende. Unsere Anna hat sich unter Schulschminke geschmissen, hat ein Schultheaterstück aufgeführt, hat dafür auch Geld bekommen. Servo hat hier den Dominikus begrüßt und ist mit dem gerade am Schachspielen, hat auch schon ein Level erreicht und will jetzt was in die Sterne gucken oder so. Und die Post holen. Und unsere Anna hatte Besuch empfangen von ihrem Mario, mit dem sie sich da anfreunden wollte, war aber zu unspaßig, um den richtig zu begrüßen. Deswegen geht sie jetzt Fernsehen gucken. Ja, und wir lassen mal die Zeit laufen und gucken, was noch passiert. Ach ja, und die Meldung kam, dass jetzt am Mittwoch, also am nächsten Tag, unser Pollux altern wird. Genau, so. Ihr hört mal kurz auf hier. Was willst du denn noch mit deiner Mama? Einen Witz erzählen. Okay, das kannst du mal machen. Unterhalten, erzähl ihr mal einen Witz. Und ja, wir gucken mal, was die Rechnungen so bringen. So, bitte nicht irgendwo hinschmeißen, sondern geh alle Rechnungen bezahlen. So. Du bist den Kleinen am Füttern. Genau, so ist recht. Jawohl. Und dann wird der bitte nochmal geknuddelt und dann darf er auch wieder ins Bettchen. Dann geht es ihm soweit gut. So. Und am nächsten Tag wird er älter. Ach, ich freue mich schon. Ah, und die kleine Anna kriegt auch endlich ihren Spaß. Dann haben alle irgendwie Hunger. Keine Ahnung. So, und du wolltest danach, warte mal kurz, oder ja Gott, ich mach mal kurz Pause, weil ja der Dominikus noch da ist. Wo ist er denn? Ist der noch hier oder ist der jetzt da drinne? Ja, da. Genau, dann kannst du mit dem ja mal ein bisschen quatschen. Genau, erzähl mal einen Insiderwitz, redet mal miteinander, keine Ahnung, irgendwie so. Ein bisschen plaudern und so weiter. So, was macht Melissa? Melissa hat Hunger. Die könnte mal was zu essen rausholen. Und die Kinder dann auch zum Essen rufen. Haben wir denn noch Reste hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal gucken. Du könntest, wenn du willst, in die Sterne schauen. Genau. Das kannst du machen. Dann kann ich dir vielleicht diesen Wunsch erfüllen. Er ist... nein, du bist nicht unterwegs ins Bett. Was soll der Quatsch? Du hast doch noch Hunger, dann geh doch noch mal... kurz kannst du hier mitmachen. Komm, dann mach da kurz mit. Bis die Mama das Essen rausgeholt hat und überhaupt. So, ich hoffe, dass ich sie jetzt alle irgendwie beschäftigt habe. Komm da wieder aus dem Bett raus. Ja, sie will ein Bad nehmen. Ja, ist okay. Kannst du machen. Du kannst mal hier hingehen. Ah, was haben wir denn da? Spaghetti, genau. Du gehst mal hier hin. Ja. Und dann nimmst du dir auch einen Teller. Bitte schön, einen Teller nehmen. So. Er ist hier am Quatschen, hoffe ich. Du bist am Gucken. Und Anna ist noch in der Wanne. Jo, wenn Anna fertig ist, darf sie sich dann auch noch was nehmen. Und dann geht's ab ins Bett. Ach, Mann. Nee, ehrlich. So. So ungefähr müsste das jetzt sein. Oh Gott, ich komme nicht mehr hinterher. Ach, was mir eingefallen ist, ich wollte mal was nachprüfen. Haben wir hier eigentlich ein Ding? Nee, haben wir nicht. Ich brauche noch was. Ich muss noch was einkaufen. Das ist mir letztens eingefallen. Da müsste das sein. Die Alarmanlage. Jawohl, ja. Kann man die hier irgendwie dran batschen? Da. Hängen wir sie dahin. Nur, dass uns hier kein Einbrecher besuchen kommt. Ne? Das wäre ein bisschen blöd jetzt bei dem ordentlichen Häuschen, wenn da einer käme und uns ausrauben möchte. Ja. Oh, Pollux ist am Quengeln, am Rufen, am was weiß ich. Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich eine volle Windel. Ne? Oder?
Wollen wir mal gucken. Keine Aktion verfügbar. Bollocks halten. Tu das mal. Er ist ja noch mit dem anderen am Quatschen und du stehst am Ding, genau. Da kannst du auch stehen bleiben. Ja, ist okay. Gut. Dann mach das mal. Und noch mal an Insider-Witz erzählen und noch mal über Hobbys quatschen, Bastelarbeiten und. Macht mal, was ihr wollt. Ich gucke mal, sie ist auf dem Weg nach oben. Jawohl, ja. Ja, das hab ich doch gesehen. So, schnapp ihn dir. Ja, jetzt fängt er nämlich auch an zu schreien, dann kannst du ihm direkt die Windeln wechseln. Das ist auch gerade keine Angst von dir. Sehr gut. Dann mach das mal. Du musst dich ja auch noch mit Pollux anfreunden, ne? Ja. Und schon geht's ihm wieder besser. Jawohl, ja. So muss das sein. Dann kannst du mal mit ihm spielen, kannst ihn knuddeln und dann darf er wieder ins Bett. So, und ihr zwei. Nein, du gehst bitte hier. Kinder, es könnt ihr mal ins richtige Bett gehen. Das ist echt zu blöd. Schlafen im Schlafanzug. Und du, Mädel, gehst bitte bei dir schlafen im Schlafanzug. So, was machst du? Wieso bist du am Tanzen? Wo ist dein Typi? Achso, da. Gibt's noch was zu essen? Nee, ich glaube nicht. Dann geh das mal abspülen und hol du dir vielleicht auch noch mal was. Ein Rest. So, und Melissa. Melissa, okay. Du könntest mal unten hier auf Toilette gehen. Benutzen. Säubern, Hände waschen. Ach, säubern. Ja, nimm dir das. Säubern. Hände waschen und dann gehst du auch schlafen. So. Schöne Musik hier, sehr fein. Ach, du solltest doch aufräumen, Junge. Ach, egal. Wir haben mal Besuch. Ja, und apropos Besuch. Wir werden am nächsten Tag, denke ich, dann auch eine Geburtstagsparty schmeißen. Hoffe ich, dass das so klappt. Wie ich mir das vorstelle, müssen wir mal gucken. Er muss ja eh arbeiten. Er hat Urlaub, oder? Ja, er hat Urlaub. Er nimmt mal Urlaub. Würde ich sagen, er nimmt mal einen Tag Urlaub. Hat sie auch Urlaub? Wie sieht das bei ihr aus? Ja, sie hat nur einen Tag Urlaub, egal. Könnte man auch machen, ne? Ja, oder dann geht eben nur sie arbeiten, er bleibt mal daheim. Ich meine, immerhin hat sein Sohnemann Geburtstag. Und ich möchte dann schon ordentlich feiern und ich weiß, wann kommst du immer nach Hause? Erst um 18 Uhr, das bringt nichts. Wenn Pollux um 18 Uhr altert, ist es dann wieder zu spät. Und ja, das wäre dann doof. Ja, dann bleibt der Papa mal daheim. Das ist auch gut so. Alle anderen liegen im Bett und schlafen. Jawohl, ja und ja. Gut, und du guckst da schön in die Sterne. Sehr fein. Oh, und du bräuchtest mal Power. Den Wunsch habe ich dir jetzt eigentlich schon wieder erfüllt. Was will er denn jetzt? Melissa, Freundschaft fürs Leben schließen. Das sollte ich doch eigentlich ganz gut hinkriegen. Und hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Ja, komm. Das ist okay. Dann würde ich sagen, kannst du ja mal einen Teil lesen. Nee, hier. Über Wissenschaft. Genau, mach das mal. Nee. Halt, stopp. So. Ihr seid fertig mit Essen? Dann würde ich sagen, verabschiede dich mal. Dann kannst du das wegwerfen, hier aufräumen und dann darfst du ins Bett. So. Ach so, ja. Und vielleicht die Musik noch ausmachen und so. Das wäre dann auch noch ganz nett. Ausschalten. Danke fürs Besuchen. War schön, dich mal wiederzusehen, Dominikus. Ja, die anderen muss ich auch noch alle anrufen. Mal gucken, wer hier dann die Party macht und überhaupt und jemanden einlädt. Ja, du musst aufräumen. Das tut mir leid, Servo kann nicht alles machen. Also ich meine, sei froh, dass du einen Hausroboter hast, aber hier bitte auch aufräumen. Und das da auch. Und dann darfst du noch schnell auf Toilette gehen.
Hände waschen und dann gehst du auch ins Bett. Damit dann alle schlafen. So, und ihn werde ich dann... Oh, der Sim, das an sich führt nur ein erfülltes Leben, wenn er weiß, wie die Dinge funktionieren. Halt, stopp. So, kurze Pause. Was die Welt im Innersten zusammenhält, deine wachsende Begeisterung für die Wissenschaft ist beispielhaft. Servo 1.0. In Anerkennung dafür möchten wir im Namen der Wissenschaft eine Mitgliedskarte für das experimentelle Labor überreichen. Jawohl, ja. Und wo bist du schon wieder auf dem Weg hin? Das dachte ich mir doch. Ja, gut, dann mach halt. Was willst du denn überhaupt machen? Ist der Kleine nicht am Schlafen? Na gut, machen wir mal. Ist in Ordnung, wenn du meinst. Dann tu das. Was will er denn hier schon wieder machen? Hausarbeit machen. Ja, gut. So. Ah, ihn füttern oder was hast du vor? Nee, 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 nee. Das vergiss aber mal, Junge. Wenn, dann kannst du ihn auch füttern. Dann knuddel ihn nochmal und gib ihm was zu essen. Wobei er eigentlich schon gegessen hatte, aber bitteschön, dann gib ihm die Flasche. Und dann werden wir Servo auch erstmal ausschalten, weil er muss jetzt nicht die ganze Nacht da, ne? Er soll dann auch mal irgendwie sowas von wegen schlafen oder so. Ja. Hatte ich eigentlich hier die Lichter nicht auf automatisch gestellt? Ach, ist ja egal. Ich meine, wir haben's. Wir haben das Geld. Insofern ist das alles wurscht. Tja, das mit dem Erziehung lernen hat dann doch nicht geklappt. Und wenn der Kleine dann schon altert, brauchen wir es eh nicht mehr. Ja, gut. Egal. Wir haben es versucht. Wir haben uns bemüht, ne? Wie man so schön sagt. Dann knuddel ihn nochmal und dann kann er auch wieder in die Haja. So. Genau, dann legst du ihn wieder hin, nicht Hausaufgaben dazwischen machen, bitte erst hinlegen und dann können wir dich abstellen. So, genau, nimm uns mit nach oben. Juhu, und da ist er wieder. Leg ihn schön da rein. Und dann kommst du mal hier hin. Und dann können wir ihn ausmachen. Dann darf er sich abschalten. Und am nächsten Tag, wenn dann wieder die Sonne scheint, darf er erst mal die Power aufladen. Genau. Und abschalten. Zack. Genau. Stell dich einfach vor die Wand und gut ist. So, ich hoffe, jetzt sind alle am Schlafen. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Beobachten das Ganze und werden ein bisschen beschleunigen. Ich bleibe auch so, dass ich alles im Blick habe, was hier wichtig ist. So. Genau. So, sie muss weder auf Toilette noch sonst irgendwas. Sie braucht Spaß. Okidoki, dann komm mal her und tu Fernsehen. Mäuschen. Du erstmal Spaß brauchst. Dann will sie Hausaufgaben machen. Ganz genau. Die habt ihr nämlich noch nicht gemacht. Das ist nämlich das Schlimme daran. Und du könntest direkt mit den Hausaufgaben anfangen. Hier. Hausaufgaben machen. Zack. Oh, was ist jetzt wieder los? Moment, ich komm gleich. So, umschalten auf Kids-Kanal, bitte. Guck dir den an. Und dann gucken wir mal, was er für ein Problem hat. Nein, 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 nein. Wo ist denn dein Stuhl? Moment, hattest du nicht auch einen Stuhl? Hilfe, er hat ja gar keinen Stuhl an seinem Tisch. Wieso hat er keinen Stuhl an seinem Tisch? Habe ich vergessen, einen Stuhl zu kaufen? Bin ich jetzt so bescheuert? Und irgendwie passt das Ding da nicht rein. Muss ich mal gucken. Moment. Erstmal Stuhl für deinen Tisch. Wo ist der Brummistuhl? Hier ist der Brummistuhl. Den gibt es auch in Orange und Blau. So, bitteschön. Einmal. Und dann wollte ich noch mal was gucken wegen einem anderen Kasten fürs Bett. Gab es da nicht auch, ja gut, diesen Autoreifen könnte man nehmen, ne? Er würde ja eigentlich hier gut hinpassen. Besser als das Ding, was da jetzt steht, oder?
Wäre ja mit den Autosachen hier irgendwie besser, weil ansonsten gibt's nichts, was da dazu passt. Passt da das Ding auch drauf? Jawohl, ja. Komm. Tun wir das weg. Oder... stellen es mal draußen hin. So. Und dann drehen wir das noch. So. Und dann kriegst du das andere Ding in dein Teil hier. Ab. So. Und dann gehst du bitte Hausaufgaben machen. Ja. So müsste das doch jetzt funktionieren. Ohne Stuhl geht's natürlich nicht. Ja, da hat er recht. Ohne Stuhl ist das ein bisschen dumm. So, und was wir auch mal noch brauchen, aber das können wir ja dann den Tag drauf holen, so eine Spielekonsole. Weil irgendwie kam ja auch die Meldung von wegen, einer hat ein Spiel gekauft. Wer auch immer, wieso auch immer, weiß ich ja nicht. Da könnte man durchaus mal gucken. So, sie müsste eigentlich mal duschen. Jawohl, ja. Und sie möchte über Hobbys reden und keine Ahnung und sich auch mit Servo anfreunden. Okay. Dann geh du mal bitte schnell duschen. So. Der Kleine ist am Schlafen. Das ist wunderbar. So, dir geht's jetzt auch wieder gut. Das heißt, du gehst bitte auch Hausaufgaben machen. Damit ihr wenigstens vor der Schule noch die Hausaufgaben fertig kriegt. Und dann, wenn es geht, noch mal ein bisschen Spaß in die Backen, bevor ihr in die Schule müsst. Oh Gott, ja, herrlich. So, was macht unser Servo? Der steht da noch und ist abgeschaltet. Okay. Es ist ja auch noch nicht hell. Okay. Gut. Alles bestens. So, du möchtest über Hobbys reden. Keine Ahnung. Kannst du ihm bei den Hausaufgaben helfen? Nee. Er ist fertig. Okay. Juhu. Mal reden über Hobbys, Bastelarbeiten. Da, mach das mal mit deinem Sohn. Mhm. Ja, er spielt immer noch gern mit seinem Roboter. Und der ist auch ein bisschen dick am Werden, kann das sein? Die haben ja alle so viel geturnt und gemacht, allein mit dem Spielplatz immer. Aber guckt sie euch an, sie werden alle ein bisschen, sie gehen aus der Form hier. Das ist so grauenhaft. Und du willst wieder Seil springen, genau. Dann mach mal Springseil mittel. So. Und Mama, was willst du? Du willst einen Wolf sehen. Ja, Die Sache mit dem Wolf, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Ich gebe es zu. Es war Nacht und ich habe nicht geguckt, ob hier irgendein Wolf vorbeigekommen ist. Nein, du musst jetzt nicht mit dem Roboterchen spielen. Kannst du hier noch ein bisschen was mit der Zeitung machen? Hier, da. Du könntest auch mal einen Teil lesen. Technologie, Wissenschaft. Dann mach doch das mal. Und wir können Pollock sagen, dass er sich Power holt. Einschalten. Ja, und dann müssen wir ihn erstmal rausschicken. Gut. Und was ist mit ihm hier? Ihm geht's gut? Alles gut. Und was macht die Kleine? Die ist noch Hausaufgaben am Machen. Okay. So. Nee. Bleib mal stehen, du gehst erstmal aufladen. Hier, lade dich auf. Ach ja, und ich wollte noch etwas kontrollieren. Das war es, was ich noch wollte. Ich wollte wissen, welche Tür hier als Haustür festgelegt ist. Das abschließen, zuschließen. Wir können das nicht als Haustür festlegen. Schade. Okay, Alex erhält einen Körperpunkt für die Benutzung des Sprungseils. Jawohl, ja, sehr schön, das ist lieb von Alex. Okay, wo ist er denn, unser Alex? Seh dich nicht, hallo. Wo bist du? Da, sehr schön. Und dann würde ich sagen, hörst du auch wieder auf zu hüpfen. Ja, die Kleine hat auch ein bisschen gespielt und ab geht's in die Schule. Und es geht mit ihrem Spaß sogar noch. Und der Roboter ist futsch. Hihi. Aber gut, sie haben ihre Hausaufgaben erledigt. Das ist alles gemacht. So, Melissa muss dann in die Arbeit. Und er hier bleibt heute daheim. Genau. So war das doch. Yippie. So. Dann kümmere dich mal um dein Geburtstagskind, ne? Nein, ich war... Halt, stopp. Stopp. Nee. Jetzt nicht schon wieder füttern. Komm mal her und tu Pollux mal baden. Das ist angesagt hier. Mhm.
Irgendeiner stinkt hier. Du bist zwar auch am Stinken, aber wir können auch Pollux mal baden. Haben wir ja noch nie gemacht. Und ich glaube, er würde sich freuen, endlich mal gebadet zu werden. Jawohl, ja. Oh, wie schön. Pollux bekommt ein Bad. Mann, der Stinker hat es aber auch nötig, mal ganz ehrlich, ne? Hier so. Ja. Und das tropft gerade von oben. Als es auch noch regnet. Ich bin so gespannt, wie er sich entwickelt, wenn er älter wird. Ach, da freue ich mich schon drauf. Ja. Alex verliert Begeisterung für Bastelarbeit. Das kann nicht sein. Das kann aber nicht sein. So. Nein, wir gehen heute nicht. Melissa muss alleine fahren. Ja, geh du mal, genau. Was macht er hier? Oh, Mist, er ist im Regen. Das ist nicht so gut. Ja, geh mal irgendwo rein. So, halt. So, du kannst jetzt mal mit ihm spielen, du kannst ihn knuddeln, dann darfst du ihm was zu essen geben, Pollux die Flasche geben, anschließend nochmal knuddeln und hier ins Bett tun. So, habe ich deine Sachen schon mal gemacht. Du willst Fernsehen gucken, das ist auch okay, ja, kannst du machen. Hauptsache, du gehst nach drinnen. Weil es regnet. Ich weiß nicht, ob das mit deinen KI so gut ist, wenn du dann im Regen rumstehst. Ne? Was willst du gucken? Du könntest mal... Achso, du wolltest nur ausmachen. Ach so, was willst du denn noch machen? Moment mal. Was will er maximieren? Die Logik ausgerechnet. Ah, jo. Was kannst du sonst noch tun? Jetzt alles gut, du könntest hier die Betten wieder machen. Dann mach das und mach das Bett. Und dann gucken wir mal, ob oben noch ein Bett zu machen ist. Jawohl, ja. Dann kannst du erstmal wieder alle Betten machen. Das ist in Ordnung. Kannst du eigentlich hier diesen kleinen auch reparieren? Ja, komm, probier mal. Gut. Oh, und Volker. Und Pollock sind Freunde geworden. Jawohl. Guckt euch an. Das wird ja auch Zeit, ne? Also ich meine, Papa sollte sich mit seinem Kind auch anfreunden. Das ist immer eine gute Sache. So, dann bring ihn mal runter und dann müssen wir uns um deine Bedürfnisse auch noch kümmern. Und dann gucken wir mal. Ja, und spätestens im nächsten Part gibt es dann eine schöne Geburtstagsfeier. Ach, da liegt ja auch noch ein Ding rum. Oh, hat er das doch nicht weggeschmissen gehabt? Ach nee, das war abends spät. Richtig, da hatte ja Melissa sich noch mal gekümmert. Ja, wie süß. Ich find's toll. Eine Riesenfamily habe ich hier am Start und ich weiß nicht, wie das dann weitergehen soll. Ehrlich, Leute. Oh, noch mal knuddeln, genau. Und ab damit ins Bett. Oh, wenn der Kleine im Bett ist, dann können wir für dich was tun. So, wenn der Kleine versorgt ist, dann gehst du hier benutzen und ein Bad nehmen. So, und du. Aha, du reparierst? Zeig mal, wie machst du das? Mit dem Schraubenzieher drin rumfummeln. Und klappt das auch? Mal gucken. Ah, da raucht's noch. Der ist ja voll am Durchbrennen, der Robo. Jetzt guck mal, der qualmt ja richtig, ey. Hammer. Aha. Da mal schrauben und da mal probieren und das Ärmchen heben und irgendwie will das aber nicht so, oder? Klappt das? Och, Volker verliert auch Begeisterung für die Bastelarbeiten. Na, das ist nicht gut. Wir müssen dringend mal in die Bastelwerkstatt mit denen da. Also, und vielleicht so ein Vater-Sohn-Ausflug. So, ist es in Ordnung? Ja, gut. Okay, dann könntest du... Warte, 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 warte. Was willst du denn jetzt wieder machen? Hausarbeit. Ja, du hast doch eben gerade alles gemacht, oder? Aber du könntest mal ans Telefon gehen. Das wäre doch mal eine Idee. Geh mal hier ans Telefon. Das ist eine super Idee. Hi, Servo 1.0. Kann ich Anna sprechen? Nee, Anna ist in der Schule. Das geht nicht. Also, ne? Anna ist in der Schule.
Wir könnten ja schon mal Abendessen servieren. Wie gut kannst du noch mal kochen? Moment. Ach, kochen komplett voll. Geil. Dann machen wir schon mal ein Abendessen. Chili con carne. Nee. Dann tu mal, was geht denn bei Mittagessen? Hamburger, Hawaii-Toast. Nee. Was kannst du denn zubereiten? Warte mal, Gruppenmahl. Was könnte er denn dann? Oh, wir könnten natürlich auch mal wieder so Bärentörtchen, Eisbombe und so ein Zeug machen. Kuchen, oh, lecker. Schweinekoteletts für den Geburtstag wäre das natürlich auch cool. Ja, mach mal Schweinekoteletts, genau. Das kannst du mal zubereiten. Oh, Mist. Warum Ach, komm mal her, Junge. Du musst hier mal ausräumen. Das geht so nicht. Ist ja echt dumm. Hör mal auf zu tanzen. Komm mal hierher. Ach, und dann brauchst du noch Spaß. Jetzt werden wir mal gucken. Also ich denke mal, Servo sollte das mit dem Essen machen hinkriegen. Sollte eigentlich kein Thema sein. Wir müssen das ja machen, ne? Ja, sehr schön. So, und du brauchst noch Spaß. Jo, dann sorgen wir mal dafür, dass du noch ein bisschen Spaß in die Backen kriegst, ne? Fernsehen. So. Und du bist am Zubereiten. Jawohl. Da will ich auch zugucken. Das ist in Ordnung. Dann zeig mal an. Und nachher müssen wir ein paar Partysachen kaufen und gucken, dass wir alles für die Party soweit haben. Und vielleicht ein paar Sachen, die wir dann dem Kleinkind wieder geben können. Ah, das kommt auch noch in den Ofen. Okay. Dann zeig mal. Nein, nein, nein. Bitte. Jetzt lasse ich ihn das machen, Leute, ne? Weil ich denke, er kann das und er hat das drauf und keine Ahnung. So, was willst du denn schon wieder von dem Kleinen? Ach, oder Volker guckt fern. Ja, gut, was willst du denn machen? Tragen. Warum? Oder ist die Windel schon wieder voll? Okay, pass mal auf. Dann knuddel ihn eben mal und spiel mit ihm und knuddel ihn noch mal, bis wir wissen, was Sache ist. Das kannst du gerne machen. Und du guckst, was guckst du da? Du könntest mal umschalten auf Nachrichten. Komm, Kids-Kanal ist ja nun nicht so dolle, ne? So, und hat der Kleine eine dreckige Windel oder irgend sowas in der Richtung? Ach ja. Die Windel war voll. Okay. Hat unser Servo vielleicht doch irgendwas von Erziehung gelernt? So, dann mach die anderen Sachen noch und dann darfst du ihn wieder hinlegen. Dann gehst du nach unten und räumst das hier schon mal weg. Und dann müssen wir eh einen Kuchen backen. Das heißt, dann darfst du auch... Ach nee, den müssen wir ja kaufen. Stimmt, hier müssen wir den ja kaufen. Ich hätte auch einen Buffettisch holen können, ich Trottel. Egal, egal, egal. So, das heißt, wir werden mal kurz... Ich glaube, das Radio steht falsch rum. Warte mal kurz. Ja, es stand falsch rum. Auch gut. Sehr schön. Und ich wollte Blick auf die Uhr werfen, um zu sehen, wie weit meine Zeit schon fortgeschritten ist. Ah, wir sind schon wieder drüber. Ich fasse es nicht. Es ist zum Verrücktwerden hier. Na gut, okay. Das bedeutet, wir machen hier mal eine kurze Pause und gucken dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Und feiern dann im nächsten Part auch ganz ordentlich den Geburtstag von Pollux. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt aber erstmal ein Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.